Hallo Leute, heute haben wir eine kleine Überraschung für euch. In dem heutigen Video hat ein Fan aus unserer Community mitgesprochen. Und zwar ist das die Lissy. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast und wir grüßen dich ganz herzlich. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Dies ist mir vor ein paar Jahren passiert. Meine Familie und ich zogen in ein neues Haus. Es sah ziemlich verlassen aus und stand mindestens 15 Jahre lang leer, bevor meine Familie beschloss, es zu kaufen. Zuerst war ich einfach nur froh, dass wir ein neues Haus hatten, aber danach gab es bei uns einige seltsame Vorfälle. Mein Zimmer lag direkt gegenüber dem Badezimmer und nachts hörte ich seltsame Geräusche. Eigentlich, wenn man genauer hinhört, klang es, als käme es aus den Wänden. Aber als ich endlich all meinen Mut aufgebracht hatte, da hineinzugehen, hörten die Geräusche immer auf. Nicht viel später gewöhnte ich mich an die Geräusche und hörte schließlich auf, Angst davor zu haben. Aber das war nicht das Problem an der Geschichte. Einige meiner Sachen verschwanden plötzlich, wie meine Kleidung, meine Unterwäsche und sogar eines meiner Kissen. Manchmal schrie ich meine kleine Schwester an, da sie oft in mein Zimmer kam. Ich dachte, dass sie wahrscheinlich meine Sachen gestohlen hatte, aber immer wenn ich sie anfuhr, verteidigte sie mit aller Kraft. Warum sollte ich deine Unterwäsche stehlen? Ich bin doch kein Dieb! Irgendwann konnte ich meine Sachen nicht mehr finden. Schlimmer noch, nach und nach ging auch unser Essen verloren. Langsam fühlten wir uns alle in dem Haus ziemlich seltsam. Eines Nachts lag ich in meinem Bett und wollte gerade einschlafen und als ich mich umdrehte, sah ich eine Gestalt vor meiner Tür. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich rieb mir die Augen und dann war sie auch schon verschwunden. Ich dachte, ich hätte mir das nur eingebildet. Aber danach fand ich beim Aufwachen kleine Notizen auf meinem Nachttisch. Hübsch, ich sehe dich. Und andere seltsame Dinge standen darauf geschrieben. Jedoch hielt ich es für einen Streich. Vielleicht wollte mir meine kleine Schwester Angst machen. Also ignorierte ich es einfach. Und dieser Tag wurde zur schrecklichsten Erinnerung, dass ich an dieses Haus haben werde. Eines Tages waren mein Vater und ich dabei, das Badezimmer zu renovieren. Da das ganze Haus ziemlich alt war, reparierten wir zuerst das Innere des Badezimmers. Als wir die Fliesen von der Wand abrissen, nahm mein Vater den riesigen Spiegel ab und in dem Moment schrie ich. Hinter dem Spiegel war ein kleiner Raum und dort fand ich meine Sachen und sogar meine Unterwäsche zusammen mit leeren Lebensmittelverpackungen. Wir konnten nicht glauben, was wir gerade gesehen hatten, und Mama rief sofort die Polizei. Sie kamen ziemlich schnell, und als sie diesen winzigen Raum inspizierten, fanden sie heraus, dass dort ein Mann wohnte, der dort seit mindestens ein paar Monaten lebte. In diesem Moment war er nicht da, also versprach die Polizei, dass sie draußen nach ihm suchen würden. Danach rissen wir den Raum ab. Und da ich 18 Jahre alt wurde, zog ich in mein College in der Nähe und bekam meine eigene Wohnung. Manchmal fahre ich in meine Heimatstadt zurück, um meine Eltern zu besuchen, aber ich bleibe nie über Nacht. Ich weiß, dass der Mann immer noch nicht gefasst wurde und ich bin immer paranoid und frage mich, was wäre, wenn er sich immer noch irgendwo in unserem Haus versteckt? Mein Name ist Gabby und diese Geschichte handelt von dem, was ich erlebt habe. Als ich 11 Jahre alt war, zogen meine Familie und ich in ein großes Haus in einer winzigen Stadt. Unser neues Haus befand sich an der höchsten Stelle, die am Ende der Stadt lag. Als wir das Haus kauften, erklärte uns der Besitzer, dass seine Frau gerade an Krebs verstorben war und das Haus sehr wertvoll für sie war, sodass sie es nie verkaufen wollte. Dennoch sagte er, das Haus sei zu groß und einsam für ihn geworden, da alle ihre Kinder erwachsen und bereits in andere Städte gezogen seien. Während des letzten Schrittes bis zum Verkauf änderte er plötzlich seine Meinung, das Haus doch nicht zu verkaufen. Aber es war zu spät. Der Eigentümer stürmte aus dem Büro und sagte, dass es sein Haus sei und dass wir es bereuen würden. Jedenfalls ereignete sich diese Geschichte, als Papa, der als Soldat im Militär diente und seine Truppen nach Übersee geschickt wurde. Meine Mutter, mein älterer Bruder und ich mussten 6 Monate lang ohne ihn leben. Während dieser Zeit hatten wir wirklich seltsame Erlebnisse.
Manchmal hörten wir die ganze Nacht lang etwas wie eine Ziege in unserem Hinterhof. Und am nächsten Morgen sprachen wir mit den Nachbarn und fragten, ob einer von ihnen Ziegen hätte. Aber keiner von ihnen hatte Ziegen. Zuerst haben wir es einfach ignoriert und die Sache in Ruhe gelassen. Nur zu deiner Info. Das Design unseres Hauses war etwas merkwürdig. Unten hatten wir mein Zimmer, das meines Bruders, das Zimmer meiner bald geborenen Schwester und einen seltsamen breiten Gang, der in den Hinterhof führte. Und oben hatten wir eine Küche, ein Wohnzimmer und das Zimmer meiner Eltern. Die untere Etage war unterirdisch und die obere Etage war wie der erste Stock. Eines Nachts beschloss ich, bei meiner Mutter zu schlafen. Also ging ich mit meinem Bruder nach oben. Später in dieser Nacht hörten wir unten einen schrillen Schrei. Es klang, als sei es die Stimme meines Vaters gewesen, der um Hilfe schrie. Er rief alle unsere Namen. Meine Mutter eilte aus dem Zimmer und war dabei, die Treppe hinunterzulaufen. Plötzlich blieb sie am oberen Ende der Treppe stehen und sah uns mit einem seltsamen und fragenden Blick an. Aber euer Vater ist noch in Kolumbien. Wie konnte er... Und das Nächste, was ich sah, war, wie meine Mutter plötzlich die Treppe hinunterfiel. Dieser Moment war so schrecklich. Es war, als hätte sie jemand heruntergestoßen, bevor sie sich verteidigen konnte. Mein Bruder rief die Polizei und ich rannte nach unten, um nach meiner Mutter zu sehen, ob es ihr gut ging. Wir kämpften, um die Treppe hinaufzugehen und wir schafften es mit viel Kraft in ihr Zimmer. Als die Polizei und der Krankenwagen eintrafen, brachten sie meine Mutter in ein Krankenhaus und ließen in dieser Nacht zwei Beamte bei uns zurück. Ich habe eine ganze Nacht lang geheult und wir hatten solche Angst vor dieser gruseligen Situation. Durch den Sturz von der Treppe wurde meine Mutter verletzt und leider haben wir unser neues Familienmitglied verloren. Am erschreckendsten war, dass sie einen großen Handabdruck auf dem Rücken meiner Mutter fanden, als ob sie von jemandem gestoßen worden wäre. Dies führte zu einer Untersuchung. Doch der Fall wurde schnell zu den Akten gelegt, da außer uns dreien niemand in unserem Haus gefunden wurde. Wir alle haben in diesem Jahr eine schwere Zeit durchgemacht. Besonders meine Mutter fand sich in einer Depression wieder. Als sie gesund wurde, zogen wir im darauf folgenden Jahr in eine andere Stadt um. Im Laufe des Jahres passierten jedoch einige Dinge, die ähnlich seltsam waren wie im Jahr zuvor. Fußspuren, zerbrochene Teller oder sowas in der Art. Wir boten das Haus zum Verkauf an, als wir umzogen, doch niemand kontaktierte uns. Eines muss noch gesagt werden. Ich hoffe, dass wir nie wieder in dieses unheimliche Haus zurückkehren werden. Ich möchte wirklich nie mehr dorthin.